Östgötapendeln ist die Bezeichnung des regionalen S-Bahn-Systems im Bezirk Östergötlandslän auf der Hauptstrecke Malmö-Stockholm. Die Pendelzüge bedienen die 115 Kilometer lange Strecke zwischen Tranås, Mjölby, Linköping und Norrköping, verkehren in festen Taktintervallen und verschiedenen Zugstärken, die der unterschiedlichen Nachfrage im Tagesverlauf Rechnung tragen. Hier verlässt ein Östgötapendelzug den südlichen Endpunkt Tranås in Richtung Norrköping. Der Ticketverkauf für die Östgötapendelfahrten findet übrigens an Bord in einem jeweils in der Mitte des Zuges installierten und mit einem Kundenbetreuer besetzten Verkaufsabteil statt. Der Östgötapendeln wird ausschließlich mit elektrischen Triebzuggarnituren der Baureihe X14 betrieben. Der Östgötapendeln bedient Tranås an den Verkehrstagen Montag bis Freitag stündlich, am Wochenende im 2-Stunden-Takt. Der Pendelzug erreicht nach 36 Kilometern Mjölby. Zwischen Mjölby, Linköping und Norrköping verkehren die Züge des Östgötapendeln an den Verkehrstagen Montag bis Freitag im 20-Minuten-Takt, an Wochenenden im Stundentakt. Der gerade aus Tranås eingefahrene Östgötapendelzug setzt seine Fahrt nach Linköping fort. 3 Minuten später ist in Mjölby ein endender Östgötapendelzug am Hausbahnsteig eingefahren. Nach dem Ausstieg der Reisenden rangiert die Zugeinheit in Flussrichtung in ein separates Wendegleis. Der nachfolgende Östgötapendelzug verlässt Mjölby und geht auf die 32 Kilometer lange Strecke nach Linköping. Linköping ist der zentrale Begegnungspunkt im Taktsystem des Östgötapendeln. Aus dem Fahrplan lässt sich für diesen Betriebspunkt als maßgebende Symmetriezeit für die Taktkonstruktion die Minute 30 ablesen. In Linköping fahren die Östgötapendelzüge aus beiden Richtungen gleichzeitig ein und aus. Die Haltezeit beträgt jeweils 2 Minuten. Im Eisenbahnknoten Linköping zweigen von der Stammbahn 2 eingleisige Strecken ab. Dabei handelt es sich zum einen um die eingleisige Kustpilenlinie über Hultsfred nach Kalmar. Hier verlässt gerade ein Kustpilenzug den Bahnhof Linköping in Richtung Kalmar. Zum anderen handelt es sich um die eingleisige Tjustbanan-Linie nach Västervik. Seit Juni 2005 verkehren dort übrigens die ersten Biogaszüge der Welt mit dem umweltschonenden Kraftstoff.
die Entfernung zwischen Linköping und dem nördlichen Endpunkt des Östgötapendeln in Norrköping beträgt 47 Kilometer. Die Züge des Östgötapendeln wenden in Norrköping planmäßig am Bahnsteig auf Gleis 3. An das nördliche Bahnsteigende ist unmittelbar eine Abstellanlage für die Östgötapendelzüge angeschlossen, in der wegen des ausgedünnten Wochenendverkehrs bereits mehrere Fahrzeuggarnituren des Östgötapendeln abgestellt sind. Nach einer planmäßigen Wendezeit von 5 Minuten verlässt der Östgötapendelzug wieder den Endpunkt Norrköping in Richtung Linköping.